So, willkommen zurück zu Project Zero 2. Beim letzten Mal haben wir unsere ersten Geisterkämpfe gemacht und jetzt ist Mario verschwunden. Und wir müssen sie auf jeden Fall wiederholen. Beziehungsweise wiederfinden. Und da liegt was auf dem Boden. Das ist Marios Anhänger. Können wir uns heute im Radio mal anhören? Dann erfahren wir vielleicht ein bisschen mehr. Mario wurde ins Dorf gerufen, aber warum wurde sie ins Dorf gerufen? Auch das wird uns noch im Verlauf des Spiels erklärt. Erstmal Mario hinterher. Oder wir können erstmal schauen, was es hier hinten noch gibt. Auf jeden Fall ist hier ein Zeichen, das leuchtet. Irgendwo, ach da. Gefrorener Mann. Das waren noch die von vorhin, diese Geister, die wir gesehen haben. Also die Frozen Mans waren das also. Ist aber bestimmt irgendwas. Auch gerade nicht. Da ist eine Speicherlampe. Und hier. Ja, gehen wir mal hier rein. Still doing here? Who are you? The ritual will begin soon. If that happens. Ihr seid zurück? Ja, hi und sei, wir müssen hier weg. Sie ist beim Zeremonienmeister. Sie wird es tun. Hol sie. Du hast noch Zeit, sie einzuholen. Yai, the ritual is about to start. Hurry! Okay, der Gute scheint uns zu verwechseln. Wir sind nämlich nicht die Yai, sondern Miu. Ich muss immer noch mal nachschauen, wie beiden heißen Miu und Mayu. Das ist die Statue der Schutzgottheit. Zwillinge sind sich dann gemeißelt. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Es gibt anscheinend viele solche Statuen in Valmendor. If you cannot find a way to leave the village, come and find me. I may be able to help. Ich glaube, wenn man das Dorf ab einem gewissen Zeitpunkt früher verlässt, dann kriegt man ein ziemlich böses Ende. Nämlich, dass mit einem Game Over verknüpft ist. Das wäre dann das schlechteste Ende, denn ich weiß, auch dieses Spiel hat mehrere Endings, die ich ziemlich interessant finde. Und es ist für mich, wie gesagt, der beste Teil der Reihe. Von den ganzen drei Project Zero-Teilen, die mir zur Verfügung stehen, ist dies hier, wie ich finde, der am besten gemachteste. Und hat auch die beste Atmosphäre. Der erste war schön, keine Frage. Aber dieser Teil ist natürlich noch besser. Also Tecmo hat sich da ganze sehr viel Mühe gegeben. Und vor allem kann dieser Charakter auch ein bisschen mehr als Miku aus dem ersten Teil. Aber gut. Wir müssen erstmal Mario finden.
Oder erstmal diesem Kind folgen. Wir haben hier draußen auch eine Karte. Kirio-Haus, vorne. Ist verschlossen. Und da ist auch so eine Lampe zum Speichern. Das ist auf der Erde. Filmtipp 14. Sehr schön. Kommen wir noch hier lang? Aber ich glaube, das ist noch zu früh lang zu gehen. Das führt nämlich eigentlich woanders hin. Aber ich kann euch das immer zeigen. Da kommen wir aus dem Dorf raus und kommen wieder ganz woanders hin. Okay, aber was war das für ein Ritual, was sie da machen? Folgen wir ihnen mal. Wenn es da oben noch nichts gibt, dann kümmern wir uns um Mayu. Man konnte sich manche Cutscenes nämlich schon vorher anschauen, bevor man zu gewissen anderen Sachen geht. Heiliges Wasser heilt, wie gesagt, unsere Energie. Und ja, hier ist wieder so ein Punkt, wo man fotografieren kann. Ich würde mal meinen, die Tür, oder? Nein, nicht die Tür. Okay, aber was muss hier in der Nähe sein? Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Hier war doch eben gerade noch was blau. Ist das schon? Ne, da ist es wieder. Das muss hier irgendwo sein. Ah, da. Schreinschatten. Nice. Ich glaube, das gibt wieder extra Punkte. Anscheinend kannst du das Gebäude betreten. Ja gut, gehen wir mal rein. Erinnert so ein bisschen an Project Zero 1, wenn man es so bedenkt. Aber noch ist Herr Mario verschwunden. Eine Geisterkugel ist hier, sehr schön. So ein Altar, ein alter Spiegel ist vorm Altar mit dem Schmetterlingszeichen verwahrt. Hey, das ist doch der Spiegel aus Project Zero 1, glaube ich, oder? Ja, das ist der Spiegel aus Project Zero 1, mit dem wir damals Kirie verschlossen haben. Oder es ist ein ganz anderer Spiegel, aber er sieht nämlich genauso aus wie der aus Project Zero 1. Und noch ein heiliges Wasser. Trotzdem glaube ich, dass wir hier zu früh sind in diesem Areal. Dass wir ja später hinkommen. Oder gibt es hier eine Tür? Das ist nämlich der Korea-Schrein. Okay, hier hinten ist glaube ich noch. Hier hinten ist eine Tür verzeichnet. Tür ist mit Zahlen und Talisman zugeklebt. Du kannst meine Schritte nicht aufbekommen. Ja. Wir sind hier zu früh.
Denn ich glaube, um da reinzukommen, brauchen wir noch etwas anderes. Was wir jetzt noch nicht haben. Oh, nice, da haben wir Kräutermedizin gefunden. Natürlich kann man hier nicht sehen, wie in zum Beispiel Resident Evil im Remake, dass wenn zum Beispiel der Raum komisch leuchtet, dass ein Item da ist, und wenn der Raum in einer anderen Farbe leuchtet, dass kein Item mehr da ist. Das gibt's hier nicht. Hier muss man noch suchen. So, und jetzt folgen wir Mamayu. Die ist ja Richtung Zentrum des Dorfes gegangen. Und da gehen wir jetzt auch hin. Ich finde auch vom Grafischen her ist dieses Spiel einfach nur genial geworden. Richtig, richtig gut. Wie gesagt, es ist mein Favoritenteil von Project Zero. Ich finde es auch gerechtfertigt, dass jetzt gerade der zweite Teil eine Wii-Version bekommen hat. Finde ich absolut gerechtfertigt, weil der zweite Teil ja für mich persönlich auch der beste ist. Gibt es eigentlich auch. Ne, gibt es keinen extra Film. Bei The Project Zero 1 gab es so einen extra Film noch dazu. Bei diesen Laternen. Das gibt es hier nicht. Naja, es wäre auch sonst viel zu einfach geworden. Das wäre sonst viel zu einfach geworden. Es dauert Zeit, die du gesehen hast, als du das Dorf betreten hast. Okay. Da vorne können wir auch noch nicht rein, das große Haus. Ich finde es genial, jedes Haus hier hat seinen eigenen Namen. Kirio Tachibana. Osaka Tachibana. Ich glaube, das ist ein Wegesnamen oder so. Osaka Haus, da waren wir drin. In das Haus davon kommen wir noch nicht rein. Gleich drum kümmern, denn wir haben Gesellschaft. Diese Geister haben Waffen bei sich, beziehungsweise Fackeln, was sie auch gefährlicher macht. So, das war jetzt die Einfrierfunktion, die wir haben. Schön von nah. Ach, verdammt. Ich wollte einen Zero-Schuss machen, aber scheint nicht funktioniert zu haben. Ja, weg, weg. Nein. Ah, Mann. Ich dachte, ich leg nach oben hin. Na, ja, das konnte ich auch schon mal besser.
Na gut, es ist bei denen nicht ganz so leicht. Machen wir es halt so. So. Verlangsamt. Ja, so Nahbilder machen die wenigsten. Macht natürlich wenig Schaden. Was ja auch verständlich ist. So, direkt hier vor der Tür. Die Crimson Butterflies, die Purpurschmetterlinge. Ich sollte vielleicht mal die Reichweite meiner Kamera ein bisschen erhöhen. So kann ich ein bisschen besser zielen. So, das dürfte es mir ein bisschen leichter machen. Dort rein können wir, glaube ich, noch nicht. Oder wir können es ja gerade mal versuchen. Beziehungsweise ich versuche mal da oben lang zu gehen. Aber ich glaube, das ist noch zu. Ja, verschlossen. Ich glaube nämlich gerade, wir brauchen die Crimson Butterflies, um da reinzukommen. Ja. Und derweil ist natürlich Mario über alle Berge. Während wir hier suchen. Deswegen sollten wir uns beeilen, die Ornamente zu finden. Und die Schmetterlinge scheinen uns den Weg zu weisen zu diesen Ornamenten. Also Schlüsseldingern. Und da sind sie auch schon. Die Crimson Butterflies. Ich glaube, ich ahne, wo sie uns hinführen. Nämlich zu dem jungen Mann, der uns mit Yahi verwechselt. Ist jetzt hier reingeflogen? Nee. Da sind die Schmetterlinge. Sie wollen, dass wir ihnen folgen. Und mein Verdacht war richtig. Sie führen uns zu diesem jungen Mann. Yai. Yai? Is that you? Du bist zurück. Yai, du musst mit Sai weg. Sie ist im Zeremonienmeisterhaus. Sie wird es tun. Schlüssel zum Tor ruhen in den Statuen des Zwillingsgottes. Suche im Dorf nach solchen Statuen. Yai, if we escape, I'm sure we can avoid the fate of the Twin Shrine Maidens. Don't give up. Gut, aber welches Schicksal haben diese Schreinzwillinge? Kannst du Schlüssel finden? Aber ich kann es mal fotografieren. Crimson Butterflies, also Purpurschmetterlinge. So, und dann haben wir
Ihn hier. Aber es gab ja noch eine zweite Statue. Es gab ja weiter hinten noch eine zweite Statue. Ich denke mal, die holen wir uns. Die checken wir noch aus. Bevor ich speichern gehe. Ach ja. Ich liebe dieses Spiel. Für mich wirklich ein grandioses Horrorspiel. Ich kann es nur jedem, der Horrorspiele mag, empfehlen. Project Zero ist einfach nur genial. So, da hinten war die Statue. Vielleicht finden wir dort was. Da hinten sind die Schmetterlinge. Die Crimson Butterflies. Kleiner Holzblock ist zu finden. Ah, war schon mal ein Schlüssel. Und einen weiteren Geist. Ich glaube, das war... Ja, das war zu früh. Das war gut. Da hinten kommen noch welche. Ich habe mir nämlich gedacht, dass da noch welche kommen. Das ist ein schönes Doppelbild. Komme mir gerade ein bisschen zu nah. Ich bekomme keine Kombos hin. Ja gut, zu den Kombos bin ich nicht so der Experte. Ah, trotzdem schöne Punkte. Und da sind die Geister dahin. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Den R-Schlüssel. Gut, dann kann ich jetzt mal speichern gehen. Ist hier jetzt noch was? Nein. Gut, dann würde ich sagen, das war Project Zero 2 für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.